Und ist dann doch weiter im Landesinneren. Go to the west and free the warm sun from the halls of Penumbra. Richtung Frank West. Ja. Hier in die Richtung. Und das Interessante ist, wenn ich gerade auf die Karte übrigens schaue, haben wir sogar direkt einen Weg... Ah, hier müssen wir lang. Direkt den Weg lang. Haben wir ja vorhin auch schon... Vorhin. Haben wir in einer der letzten Sessions ebenfalls gemacht. Und... Hier, wir fallen mir in der Club. Und, wir kommen wieder bei Colfinas... Oder an Colfinas Dwelling mehr oder weniger vorbei. Also Colfina, der wir ja mit ihrem... jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Wareblood oder irgendwie sowas da geholfen haben. Das klang auf jeden Fall falsch. Ich mach mal hier einen Mark-Spell hin. Amulet of Mark. Boom. Wahrscheinlich habe ich mal einen Mark-Spell irgendwie im Skull Village gesetzt und das wäre auf jeden Fall viel produktiver, aber ich glaube nicht. So viel Intelligenz schreibe ich mir nicht zu. Und ich weiß nicht, warum dieser Weg hier wirklich so perfekt gecarved ist in die Richtung. Also ein bisschen Respekt hätte ich schon gehabt, aber dann habe ich gemerkt, okay, du bist nur ein Berserker und das Ding ist nicht enchanted, der Hammer. Und dann hat sich das Ganze relativ schnell gelegt, vor allem, oder spätestens dann, als ich gesehen habe, wie viel Damage die Kollegen gedrückt hat, nämlich gar nichts. So, die letzte Art an Mob, die es hier gibt, an Wildlife, die es hier gibt in Solstheim, sehen wir jetzt hier gleich. I have entered the halls of Penumbra, which is seemingly devoid of light. Achso, ja. Ich dachte, wir wenden gerade unsere Boots auf Blinding Speed an. Nee, wir haben sogar Night Eye. Und trotzdem ist es hier extrem düster. Okay, dachte gerade, wir werden irgendwie von hinten lieb gehabt, aber dem ist nicht so. Jesus, sind die Kollegen schnell. Helf mal ein bisschen aus, Freundchen. Sehr gut. Wow. Disrespect, boy. What the fuck? Spear ist wirklich schon... Ja, Spear ist auf 99, also... noch einmal ableveln und... sind wir hier gerade. Dann, haben wir das gemaxt, was relativ schnell ging. Aber kein Wunder, Solstheim ist extrem combat-heavy, wie ihr schon gemerkt habt. Also hier kann man nicht wirklich viel mit, reden und mit Personality, wie das eventuell im Haus Lalu der Fall ist, drehen. Hier ist wirklich rohe Kraft gefragt. Und so wieder Draugr vor allem. Aber das war eben in der Ice Cave. Ich dachte, die sind normalerweise nur in den Tombs vertreten größtenteils, aber scheint sich mittlerweile jetzt auch hier in Ice Caves niedergelassen zu haben, Draugr. Und was die genau übrigens sind, das bekommen wir auch noch in einer mehr oder weniger Sidequest erklärt. Da gibt es nämlich einen, der ein bisschen Probleme hat. Holla, das ist mal ein Stack. Hallo. 300. 400. Ach, schade. 400. Worn Chest. Alright. Easy Video Game. Lesser Soul Gem. Okay, das ist nur Trash. Aber wie viel waren das jetzt? 400 Drakes, glaube ich? Kann man sich mal gönnen. Warum nicht? Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Hashtag Rocket Memes. Und... fast ins Rückenmark, ins nicht vorhandene. Ja. Das Coolste, was sie halt echt zeigen, ist der Kick. Der hat ordentlich Style. Aber das hilft logischerweise nicht gegen den Spear of Bitter Fucking Mercy. Ach, sorry, Verperlung. So. Wie, was, too komplex? Gerade eben hat es doch auch funktioniert. Jetzt klappt es auch wieder komisch. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich meine, wir sehen es, wir haben hier noch so... Obwohl, Lockpicks werden auch... ne, wir haben 15 hiervon, never mind. Ich wollte sagen, Lockpicks werden auch ein bisschen... Bonewalker. Yeah. Yeah. Yes, game.
Yes, Game. Sehr gut. Chitin Arrow kannst du behalten, da das benutze ich definitiv nicht. Da bin ich mir doch zu fein für. Und endlich mal nicht nur ein Hammer. Und warum ist unser Armorer-Skill auf 27? Wir haben doch schon so viel gehämmert mittlerweile. Das müsste doch um einiges besser... Okay, es ist ein Miscellaneous, ne, Mann. Ich dachte, wir hätten das irgendwie in... Ich dachte, wir hätten das in meiner Skills. Wissen wir zumindest, wenn das genauso... Obwohl, war das in... Gab es das in Oblivion überhaupt? War das da so, dass man Sachen auch reparieren musste? Ich glaube nicht, oder? Ich wollte gerade sagen, dann können wir das eventuell in meiner Skills reinhauen. Aber ich glaube, das war nicht mal eine Sache, um die wir uns Sorgen machen mussten in Oblivion. Was ist denn jetzt gerade los hier? Meinen Magic Skills. Saturn Terra muss doch laufen in Card Games. Ja, das wäre Lockpick failed, wobei ich auch für einen Apprentice Lockpick benutze und die Chest ein Lock Level von 50 hat. Video Game Logic. Darum geht's hier. Aber das ist unterhalb von so einem kleinen Schneegebiet, das eigentlich auf grünem Gebiet ist hier in Solstheim, was auf jeden Fall schon mal interessant ist zu sehen, dass... Ich meine, bei Kolfinas Durelling haben wir es ja auch gesehen, dass Kolfina in ihrer Behausung eben auch komplett einfach in einer Eishöhle ist. Wobei sie auch eher eigentlich im grünen Teil von Morrowind ist. Von Solstheim. Hier waren wir noch nicht. Und da hinten sehen wir was extrem Großes und eventuell auch Gefährliches auf uns zukommen. Und das ist genau das, was ich meinte hier. Die letzte Art an Wildlife, die es hier in... Solstheim gibt, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Achso, das war das falsche Ärmel. Das hier brauche ich. Boom. Okay. Macht gut Damage. Hat unseren Patronat gerade gewone-shottet, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber gut. Wait, hold on. Hold on. Back, back. Back, back, Demon. Jawohl. Lightkeeper Graal. Und wir brauchen hier sein... Das Flaming Eye of the Lightkeeper. Kriegen direkt mal 3 Silver Arrows zurück. Glass Arrows, habe ich gesagt, ne? Silver Arrows, natürlich. I have found a bright glowing object behind a wall of ice. This must be what I was sent to recover. Oh ja, definitiv. Would you like to throw the flaming eye at the ice wall? Natürlich. Oh yeah. Ah ja, sehr schön. The ice wall has crumbled. Wunderbar. Und damit kommen wir, oder sehen wir hier, dass wir die Höhle... Ich weiß, wir haben Markspell, wollte ich auch normalerweise recon, aber wir können mal kurz nochmal durchschauen und hier schön... Mal schauen, dass wir hier schön die ganze Höhle erhellt haben damit. Sehr gute Sache. War bestimmt Cheogorath, der den Kollegen da platziert hat. Aber gut, ich meine, Kollegin Azura hat ja hiermit nichts zu tun gehabt, also war er es wahrscheinlich dann doch nicht. Amulet of Recall brauchen wir auf jeden Fall. Weil wir sind ja zu faul zum Laufen. Oh, ein Schneesturm. I have shattered the wall and freed the warmth of the sun. I should return to the sunstone. Natürlich. Natürlich. Der Hawker hier, der sonnt sich oder schneet sich gut in der Schnee. Whatever. Und damit hätten wir... Bam! Den Sunstone erigiert. As I approached the Sunstone, it began to glow with a mystical light. I have completed the Gift of the Sun ritual. I have completed all the 6 rituals necessary and should return to Heartfang. Und genau das werden wir auch machen.
Wir nehmen unsere Travel Stained Pants und die Boots of Blindings. Moment, erstmal. Save. Und nehmen unsere Boots of Blinding Speed und mit einer. Obwohl, die brauchen wir, glaube ich, noch nicht mal. Oder, beziehungsweise, ich glaube, hier die Travel Stained Pants brauchen wir eventuell noch nicht mal. Weil das so, glaube ich, sogar schneller geht, weil wir hier immer noch springen können, was wir logischerweise im Flugmodus nicht können, mit unserem Flugserum. In bester Yantana-Manier. Was ich mir übrigens, zumindest zu dem Zeitpunkt, in dem ich hier die ganze Aufnahme mache, da ich mir nochmal die ganzen Folgen Erwachsene Männer hören Yantana an, kann ich euch nur empfehlen. Ist richtig gut. Was haben wir denn hier? Ah, ja. Ja, ich habe es vorhin noch erwähnt. Gut. What? Irgendjemand hat uns nicht lieb. Anscheinend. Normal. Just a prank, bro. Machen wir das noch? Ah. Wisst ihr noch, in der Eisfalterfestung, in Fort Frostmoth, hier unten, gab es ein Drogenproblem, ja? Wir schauen mal hier. Wir haben hier Nashi, einen Khajiit, auf Solstheim. Merkwürdig, definitiv. Sieht nach einem Shallow Grave aus, definitiv. Diese Battle Theme macht mich gerade randösig. Wir haben hier Moonsugar, eine Common Rope und The Song of Uncle Sweetshare. Alchemy Skill increased durch das hier.